So, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Medieval Dynasty. Kapitel 3. Guten Morgen, liebe Nachbarn. Erledige ein paar Aufgaben für deine Nachbarn. Die Zuneigung einer Frau gewinnen. Ach du meine Güte. Okidoki. Wir sind voll genährt, voll betrunken, wollte ich sagen. Ist aber nicht richtig. Wir haben keinen Durst, keinen Hunger. Und wir müssen jetzt im Dretschregen darüber. Warte mal, wir können mal gerade gucken, ob wir mit dem Hammer noch was bauen können. Nee. Achso, es kann doch ohne Hammer. Alles klar, Handarbeit. Eine Steinaxt und ein Messer. Wir konnten doch auch vorhin noch diese Spitzhacke. Dafür brauchen wir noch einen Holzstamm. Und was ist das hier? Das ist eine Schaufel, haben wir. Was ist das hier? Ein Schneeball brauchen wir nicht. Falsche Jahreszeit. Brennholz. Hammer brauchen wir auch gerade nicht. Alles klar. Vielleicht sollte ich Möbel und Fallen. Fallen geht nur Anzahl 1. 1 von 1. Ach, man kann immer nur eine Falle von allen, von jedem aufstellen. Ein Fischernetz, Leinengarn. Ach du meine Güte. Und hier ist auch nicht genug Technologie. Da brauchst du 500 Technologie haben. Ah, wir hatten noch in der letzten Folge Fertigkeit-Upgrade. Wir haben doch gekocht und dann kam doch irgendwie ein Upgrade. Hier hinten bei Produktion, Fertigkeitspunkte, Nähwissen, Kochwissen. Da wollen wir das auch weiterentwickeln, oder? Kochwissen hier hinten. Was ist das hier? Kann man hier... Warte mal, eine Fertigkeitsbaum, der dafür ausschlaggebend ist, wie gut du darin bist, Dinge herzustellen und zu kochen. Alles klar. Also, das hier war dann... Neues Level. 5% Errungenschaftsgewinn bei der Nutzung der Arbeitsplätze in der Werkstatt. Ich würde aber gerne hier Kochwissen. Na, warte. Kann ich das... Bist du sicher, dass du einen Fertigkeitspunkt für diese Fertigkeit ausgeben möchtest? Warte mal, also... Das ist quasi hier hinten. Wenn ich da drauf klicke. Neues Level. 5% mehr Erfahrung beim Arbeiten in der Küche. 5% mehr Erfahrung an näherer Arbeitsplätzen. Das können wir gerade überhaupt noch gar nicht. Erfahrungsgewinn bei der Nutzung der Arbeitsplätze in der Werkstatt und in der Schmiede. Haben wir auch nicht. Das heißt, im Moment geht eigentlich nur das. Was wäre hier? Neues Level. Verputzte Wände. Um den Verbrauch von Brennmaterial zu senken. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss mich wahrscheinlich für den Winter auch mit Holz und sowas eindecken, ne? Okay, dann kochen wir jetzt erstmal. Also nicht kochen wir, sondern... Ach so, hier. Neues Level. 5% mehr Erfahrungsgewinn bei Arbeiten in der Küche. Also das aktuelle ist 5. Alles klar. Alter Schwede, das ist alles so kompliziert. Also am Anfang zumindest. Boah, was ein Wetter. Wie gerade bei uns draußen. Das heißt, wir müssen... Jetzt gehen wir erstmal gerade gucken. Wir müssen ja auch jeden Tag jagen hier, ne? Gerade mal wieder zur Falle gehen. Die Falle ist, glaube ich, jetzt gleich kaputt. Und da ist wieder ein Hase drin. So. Die Falle ist kaputt. Zack. Kaputte Hasenfalle. Zwei Pelz, zwei Fleisch. Geil, wenn ich Pelz habe, kann ich ja daraus auch Klamotten machen. Jo. Klamotten. Eine neue Falle. Das heißt, wir müssen jetzt auf den Hammer. Dann drücken wir Q. Gehen auf Handarbeit. Nein, war falsch. Handarbeit ist falsch. Möbel, Fallen, alles mögliche. Fallen. Hasenfalle. Stellen wir direkt wieder hier hin. War ein guter Ort. So, zack. Haben wir da jetzt noch... Warte mal. Hat man da noch eine andere Möglichkeit? Da müssen wir hin. Fallen? Nein. Nein. Sitzgelegenheit? Nein. Dann haben wir sowas alles auch noch nicht. Verschiedenes?
Was denn? Eine Zielscheibe, cool. Ne, lassen wir mal dabei, ne? Weg können wir machen, ja, das brauchen wir aber nicht. So, und dann gehen wir zum Steine. Oder wollen wir noch ein bisschen jagen? Warte mal, wir jetzt andere. Was ist denn mit den Bären? Oh, die sind reif. Jetzt sind die reif, ne? Jetzt sehen die nämlich aus wie schwarze. Wie heißen sie? Oliven. Oh, das sind Olivensträucher hier. Was haben wir hier? Tollkirsche. Ist das nicht giftig? Tollkirsche ist doch giftig. Also ich glaube, sind wir überladen. Wir sind überladen an Bären. Da Bären. Was geben die? 0,5. Nom 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 nom. Zack. Warte mal, wenn ich jetzt. Ach ne, alles klar. Hier gibt es sogar Gatter. Können wir aber auch noch nicht machen. So. Ich kann gar nicht verstehen, dass wenn man hier jetzt durch den Regen läuft, dass einem da so noch einmal Durst kriegt. Also bei so einem ersten Leben ja auch so, ne? Man wird ja nicht durstig, nur weil man gerade durch den Regen läuft. Guck mal, wie viele. Oi, 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 oi. Wie viele Ausrufezeichen da oben sind. So, zwei Gänseblümchen und zwei Löwenzahn. So, hier sitzen ja jetzt ganz viele. Hier sitzen auch Frauen. Tilda. Casimira. Wollen wir uns mit der mal unterhalten? Hallo. Guten Tag, Fremder. Ich habe dieses Tal jetzt schon eine ganze Weile durchwandert, aber ich suche noch immer nach dem richtigen Ort, an dem ich mich niederlassen könnte. Was kann ich für dich tun? Ist dir in letzter Zeit irgendwas? Das ist aber. Wo finde ich? Ich bin gerade dabei, eine Siedlung aufzubauen und ich suche Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Klingt wie das, was ich gesucht habe. Mit Vergnügen. Großartig, wir sehen uns dort. Das war ja. Ehefrau? Die richtige Frau zu finden ist der erste Schritt, um das Fortbestehen deiner Dynastie zu sichern. Ui, deine Liebste wird schließlich bei dir einziehen und kann verschiedene Aufgaben für dich übernehmen. Eines Tages wird sie dir dann einen Erben schenken. Aber in der Liebe ist es ja bekanntlich nicht. Oh, lass uns die Lanze brechen, eine Lanze brechen. In der Liebe ist es ja bekanntlich nicht jemals so einfach. Als erstes musst du natürlich ihr Herz gewinnen. Eieieiei. Die schüttelt schon ab, siehst du das in dem Video? Ach, die nickt. Und die nickt ab. Alles klar, dann sehen wir uns später. Casimira. Junge. Ich habe jetzt schon wieder Bock, die ganze Folge vorzulesen. Jetzt machen wir erstmal was anderes. Moinsen. Das ist doch hier die Frau von dem. Könntest du jetzt schon zur Seite machen, ne? Zeig mir deine Waren. Jau. Den Haferbrei. Ist das jetzt die? Und das ist doch meins hier. Ich habe Haferbrei? Wo habe ich das denn her? Naja, wie dem auch sei. Komm mal hier, rohes Fleisch kann ich hier für 4. Kann ich aber auch gerade. Oh, Fischfilet. Irgendwie so Angel oder sonst sowas zu kaufen, das wäre viel geiler als statt ein Fischfilet. Ja, noch da, mach ich ja auch. Ach, hier steht's da.
Uni mir. So. Oh, warte, was steht denn da? Oben, links. In der Ecke. Fertigkeiten, warte. Jawohl. Überlebenskenntnisse. Eine starke Leber. Giftresistenz. Unempfindlichkeit, aktuelles Level. Bessere Temperaturtoleranz. Oder Überlebenskenntnisse, aktueller Erfahrungsgewinn bei Überlebensaktivitäten. Da machen wir mal einen drauf, dann können wir relativ schnell dann das machen. Ich glaube, das macht Sinn. Es gibt so ein Tagebuch. Ach, da sind die ganzen Quests drin, alles klar. Das sind die schon erledigten. Das sind gescheiterte, aber da haben wir noch nichts. Protokoll der letzten Ereignisse. Alles klar. So, hier haben wir ja noch, also da war gerade die Kneipe. Hier ist der Federer, wer auch immer das ist. Ach, das ist die Feder, das ist eine... Alles klar, der, How is life treating you? Was? Zeig mir deine Ware. Only the best products here. So, der hat einen Strohhut. Brauche ich nicht. Was brauchen wir denn hier? Ich würde gerne irgendwie Steinhacke. Steinsichel. Kann ich mit der Steinsichel kostet? Wie viel habe ich eigentlich? Wo steht denn da? 59, ne? So nicht so hin. Tonbewurf, Zwiebelsamen, Weizensamen. Ich muss ja auch langsam mal anfangen. Ja, wahrscheinlich. Ich könnte den Dünger hier verkaufen. Aber da gibt es 2,50. Guck mal, wenn du den kaufst, kostet 7,50 €. Also 7,50 €. Ich guck mal, dass ich irgendwie. Ja, Moje! Was ist mit dir los? Na? Ja, Notta, mach ich dort. Sind ja auch alle ganz nett. So, hier war ja noch mehr Leute, die irgendwas verkaufen. Gerade auch bei den Händlern. Ah, das war der mit den Dings. Dann die hier. Ich kann ja mal den Speer aus der Hand tun. Nicht, dass die Leute... Oh ne, das ist auch nicht besser. Zeig mir deine Ware. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Eimer mit Wasser. Fischdraht. Ja, was Richtiges hier zum Werkeln gibt es ja auch nicht. Zwiebeln. Ja, ne? Dann mal dort. Das Messer hier in der Hand ist auch nicht besser. Und jetzt kommt hier noch der Kerl mit den Kühen. Hey, old friend. Na du? Best goods in the valley. Dung. Einmal mit saurer Milch. Geil. Und einmal mit Milch. Boah, 270. Tierfutter, 30. So. Have a good day. Deine Preise sind aber auch nicht ohne, oder? Bulle. Na du? Männlicher Stier. 4.500. 4.500. Zwei. Mit dir? Junge, Junge, Junge. Ist ja auch nicht ohne. Aber hier hinten war nichts mehr, ne? Ne. So, wollen wir mal gucken. Ach, die eine hat jetzt kein Haus. Weil ich ja im Haus wohne und das ist ja nicht meine Frau. Ach, hey. Ja, versuchen wir mal schnell mit der irgendwie... Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Versuchen wir mal schnell mit der irgendwie ins Geschäft zu kommen. Ich kann der ja auch mal was zu essen geben. Also die braucht was zu essen, die braucht was zu trinken. Dann braucht die gewiss auch was zu tun. Und ein Haus. Ich finde das so ein bisschen hart, finde ich das da mit dem, aber gut, so ist das. Im Regen, da hören die einen dann nicht.
Und die müssen ja auch eigentlich am Boden bleiben, ne? Können wir bei der Hasenfalle nochmal vorbeischauen? Das wird auch schon wieder ein bisschen her, dass die Hasen da hätten was machen können. War das nicht hier irgendwo? Da ist sie doch. Und sie hat schon wieder ausgelöst. Sehr gut. Also Hasen gibt ja hier wie Sand am Meer, wa? Scharf machen wir doch noch. Alles klar. Sonst noch irgendwo Tollkirsche. Tollkirschen. Kein Hase da. Okay, das heißt also, die müsste jetzt irgendwo hier rumstehen. Da steht sie. Eieiei, die Arme. Ja, moin. Na? Hey, old friend. Lass mich dich mal genauer ansehen. Oh, Junge. In der letzten Zeit irgendwas Interessantes, Romantik, wo finde ich unterhalten? Einfach mal unterhalten. Wie war dein Tag bisher? Die Sommersonne ist zu viel für mich. Ich werde wohl langsam alt. Wollen wir nicht hoffen. Alter 23. Oh. Sobald ich irgendwo etwas Schatten finde, halte ich kurz dort inne, bevor ich zurück an die Arbeit gehe. Worin bist du besonders begabt? Wanderer wie ich sind besonders gut darin, ergiebige Angelplätze und Pilzgründe zu finden. Selbst auf längeren Reisen kann ich mich ohne Schwierigkeiten selbst versorgen. Finde immer etwas. Oh, das wäre natürlich nicht schlecht. Da müssen wir so ein Sammlerding bauen, oder? Hast du mit irgendetwas Schwierigkeiten? Ich habe nicht genug Kraft zum Hacken und Schürfen, also mach dir keine Hackarbeiten. Diese Arbeiten würde ich lieber jemand anderem überlassen. Alles klar. Was machen wir hier mit Romantik? Du bist mir aufgefallen. Du bist mir aufgefallen? Okay. Ich liebe die Küche hier. Was ist dein Lieblingsessen? Ist Wein ein Essen? Oh, die trinkt kein Wein. Das ist nicht schlecht. Was sage ich da? Natürlich ist er das. Nicht. Denn eben Met. Also sie trinkt gern Wein oder Met oder sowas. Hast du Brüder oder Schwestern? Wie ich meinen Papa kenne, habe ich ein paar. Aber ich habe nie einen von ihnen getroffen. Nach all den Jahren ist es schwer zu sagen, wer von uns beiden der Glückliche war. Okay. Woher kommst du? Stell dir einen riesigen Wald vor. Aber die Bäume sind alle Gebäude. Ah, okay. Das Überleben ist genauso anspruchsvoll wie in der Wildnis. Und die meiste Zeit bist du derjenige, der jagt. Allerdings gibt es tolle Schenken. Sehr gut. So, das nächste. Ich bin immer noch erpicht darauf, neue Dinge zu lernen. Hast du irgendeinen guten Rat für mich? Sicher. Sei sehr, sehr vorsichtig beim Sammeln von Pilzen im Wald. Ein Fehler und anstatt leckerem Rührei zu bekommen, wachst du 3 Tage später nackt auf und teilst dir einen Baum mit einer Horde von Dachsen. Großartige Jungs, schreckliche Mitbewohner. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ich habe nichts für dich. Schade. Also. Romantik. Ah, man kann sich ja mit der Stimmung minus 12, Zuneigung 25. Wie geht es dir, meine Schöne? Ui. So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt. Also, weißt du, wie man ein Schwein nennt, das in einem Dornbusch gerannt ist? Haha, das machen wir mal. Haha, ein Klassiker. Es tut mir leid, aber ich brauche etwas Zeit, um über das nachzudenken, was du gesagt hast. Alles klar. Nicht so wichtig. Dann muss ich jetzt
Lass mich dich mal genauer ansehen. Ach, da kann ich hier. Eieiei, da kann ich auch noch so Sachen reinmachen. Was ist das hier? Inventar. Sind das deren Sachen? Ne, das sind meine. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Verwaltung? Verwaltung. Okay. Haus zuweisen. Warte mal. Geschlecht weiblich. Stimmung minus 13. Ja, regnet ja auch gerade. Kein Haus, kein Essen, kein Wasser, kein Holz. Alter, der geht ja richtig mies. So, Holz, leeres Slot, Haus zuweisen. Wir haben kein Haus. Arbeitsplatz zuweisen. Wir haben keinen Arbeitsplatz. Ja. Zuweisung verwalten. Alles klar, dann bauen wir dir jetzt mal eine Hütte. Beziehungsweise. Irgendwo hier stand auch noch ein Feuer, oder? So, bauen. Reparatur. Bauen. Nein, machen wir auf 4. 5. So, da war der Hammer. Dann bauen wir jetzt ein Gebäude. Und zwar Jagd, Landwirtschaft. Ich glaube Jagd. Oder Sammeln. Gibt es auch Sammeln? Gewinnung. Ah, das ist Brunnen. Kräuterhütte. Kräuterhütte 2. Mine. Okay, dann kann die auf jeden Fall schon mal Jagd. Jagdhütte. Fischerhütte wäre halt geil, ne? Nicht genug Technologie. Okay, dann bauen wir dir jetzt erstmal ein stinkmöbel normales Haus. Können wir das hier irgendwo hinballern? So, jetzt müssen wir Bäume fällen. Bäume fällen, Stöcke sammeln. Warte, kann mal gucken, was müssen wir denn jetzt hier machen? Steine. Wir brauchen Steine, ich brauche Steine. Geh mal weg, der Gandhi. Alles klar, Steine, Steine. Zack, alle mitnehmen. Wer steht mir denn jetzt hier im Weg? Ach, ich kann nichts. Niemand steht mir im Weg. Was kann ich da mal reintun? Unreife Beeren. So, jetzt kann ich wieder laufen. Aber ganz langsam. Was ist denn noch so schwer? Gewicht? Normalen Beeren. Erreiche die Lagerentwicklungsstufe. Alles klar, okay. Das heißt, ich kann jetzt ein Lager bauen wahrscheinlich. So, jetzt kann ich wieder normal laufen. Dann können wir hier auch dein Holz, dein Baum, dein Haus zusammenzimmern. So, da brauchen wir jetzt Holzstämme für. Da haben wir auch noch Stroh. Beim letzten Mal habe ich das Stroh ja gekauft. Das ist ja total Banane. Ich habe nämlich erfahren, man kann das Stroh auch sammeln. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber man kann das Stroh sammeln. So, jetzt machen wir erstmal hier die Bäume weg. Nein! Ende der Dynastie? Nein! Die umfallenden Bäume können einen töten. Okay. Das erste Mal gestorben von einem umfallenden Baum. Eieieiei. Vor dem Essen Hände waschen, nicht vergessen. Im Spiel und im echten Leben. Alles klar. Die NPCs im Spiel sind hilfreich und kennen das Tal wie ihre Westentasche. Frage sie ruhig, wo du bestimmte Händler oder Tiere finden kannst. Eieieiei. Jetzt muss man doch gerade gucken. Die grüne Blätter ist wahrscheinlich schon weg. Da läuft sie rum, ne?
Wir bauen erstmal ein Haus. Wir setzen jetzt gerade mal den Grundstein wieder. Bauen. Gebäude. Haus. Klein. Das heißt, wenn wir das jetzt bauen, kriegen wir ja auch immer so, kann man das bauen, oder? Sieht doch gut aus. Ja. Ach, jetzt brauchen wir erst noch Holzstangen. Holzstämme. Für das Haus, okay. Naja, also alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bauen wir unsere Dynastie weiter aus. Bis dahin, tschüss.